Ah, da sehe ich doch schon wieder was. Hallo? So. Haben wir denn hier? Rotes Kraut. Haben wir nicht noch ein grünes? Genau, rot und grün wieder mischen. So, damit haben wir mal volle Health-Sachen. So, wie sieht das denn mit der Karte aus? Ein Speicherpunkt und ein Schatz ist da. Links. Okay, dann gehen wir mal hier weiter. Mal endlich mal speichern, ne? Das wäre ich sehe auch schon eine lange Zeit her, dass wir wieder gespeichert haben. Immer schön um die Ecke hier gucken. Kam er da nicht her? Ja, ich glaube schon, dass wir hierher kamen, genau. Da ist eine Sache aufgeschlossen, okay. Mein Gott, ist das hier ein Gefängnis, ey. Hinter uns können wir einmal durch. Können wir das aufmachen? Nein. Eine Tür ist hier auf. Was ist das denn hier für ein Labor? Nein! Oh, shit. Warte, ich muss mal gerade lesen. Das ist eine Art Laborgerät, wofür die wohl verwendet sind. Warte mal, wo muss ich hin? Nein! Nein, 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 nein! Damit meine ich nicht das Meme, was es im Internet gibt. Die Tür ist verschlossen, etwas blockiert das Zimmer. Das. Die scheinen ab zu sie durchgeführt zu haben. Das Ding ist, glaube ich, der Regenerator. Und was das heißt, könnt ihr euch ungefähr ja schon mal vorstellen. So, okay, stimmt. Ich muss hier übersehen. Magnum Ammo. Direkt nachladen, die Magnum. Der Regenerator, den könnt ihr so oft anschießen, wie ihr wollt. Der stirbt nicht. Ja. Der TMP. Der regeneriert sich. So. Warte mal, das ist jetzt ein bisschen labyrinthisch. So, wie muss ich durch? Geradeaus, geradeaus, da komme ich nicht durch. Heißt, ich muss runter oder was? Warte mal. Nein. Oh, hier ist sogar was zum Öffnen. Gut. So, wenn ich hier durchgehe. Die ist verschlossen, ich muss eine Schlüsselkarte erstellen. Okay, wir brauchen eine Keycard. Smaragd nur, okay. Sie ist verschlossen, ich brauche eine Schlüsselkarte. Unangenehmer Geruch wie Müll. Ich glaube, den Regenerator müssen wir nämlich hier in diese Kühlkammer dann locken. Und... den kaputt machen, so. Irgendetwas blockiert die Tür. K
Kann das sein, dass wir da das auch schießen müssen? Und dann verfolgt uns dieses Scheißding. Nee. Die ist verschlossen. Sieht man irgendwo, wo wir was haben? Brauchen? Kann ich das hier aufmachen? Ist das ein Schrank? Nein. Warte mal, ist irgendwas vielleicht auf dem PC, was so andeutet, wie das aussehen soll? Nein. Nein. Oh, was könnte das denn wieder für ein Rätsel sein? Ach so, ich sehe schon. Oben links muss nach unten rechts. So, wir müssen blau drehen. So. Müssen grün drehen. Müssen rot drehen. So. Damit geht die Sicherheitstür auf. Also, macht euch bereit. Also. Louis-Notiz. Oh oh. Scheußliche Kreatur wie der Elgigant oder Novistato sind nur Nebenprodukte grausam unmenschlicher Experte, die Wesen vorgenommen wurden, die vorher Menschen waren. Aber eine Art unterscheidet sich deutlich von denen. Die sind die Regenerados. Sie haben einen überlegenen Metabolismus, dank der verlorenen Körperteile blitz schnell regenerieren können. Selbst das habe ich noch nie gesehen. Durch diese Eigenart ist es ungewöhnlich fast unbesiegbar. Aber jedes Lebewesen kann getötet werden. Anscheinend leben Plagas in ihrem Körper, ähnlich wie Igel. Man kann sie mit bloßen Augen nicht sehen. Sie lassen sich nur mit Hilfe von Thermografie finden. Um den Regenerierungsprozess zu unterbinden, müssen die Plagas gefunden und zerstört werden. Soweit ich weiß, sind die Regenerados von mehreren dieser Plagas befallen. Um den Regenerado zu nehmen, müssen alle Plagas vernichtet werden. Ja. Ah. Wo haben wir denn hier? TMP. Oh. Was zum? Das Experiment? Experimente wurden hier durchgeführt. Genau. Kühlraumschlüsselkarte. Ja! Hilfe! Hilfe, 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 Hilfe! Ich hasse das! Ich hasse so welche Sachen, so unbesiegbare Gegner. Ich glaube in... Wie heißt das nochmal? In, Nein! Hau ab! Wo kommt der denn her? Hilfe, ich hasse das. Ich glaube in Dead Space war sowas auch. Hilfe! Bitte! Grausames Ende. Ich will hier nicht sein. Oh, ich hasse diese Teile von... Zugefroren lässt sich nicht öffnen. Ja, und jetzt? Sind wir hier sicher? Muss ich irgendwann mal wieder raus? Oder darf ich hier auf Ewigkeiten drin bleiben? Okay. Für den Müllbereich. Das ist eine Art Kühlgerät. Abschalten. Ja. Oh oh. Okay. Oh oh. Genau. Da. Der Typ mit dem Grinsen. Wo kann ich das dran machen? Wo ist er? Wo ist er? Oh oh. Oh oh, Thermo. Wo kann ich dich verbinden? Kombinieren mit was? What? Nee, oder? Hilfe. Bitte? Oh oh, er geht in die Richtung. Oh ja. Bitte. Hallo? Kannst du mir sagen, wie du gehen möchtest? Weil ich muss dich ja sehen. Genau, mit dem Thermoding. Ich möchte eine weite Strecke zwischen uns haben. Damit ich dich anvisieren kann. Da. Oh! So. Jetzt ungefähr möchte ich, dass du genau auf die andere Seite kommst.
Anscheinend wurde dieses Leichen mit Parasiten ein grausames Ende. Oh. So. So. Dann haben wir den nämlich erledigt. Oh, ich hasse die, ich hasse sowas. Aber das ist noch lange kein Vergleich zu dem, was noch kommt. Weil der andere Typ, der lebt ja noch. Also ihr könntet, ihr müsstet... Nein, ihr müsstet gegen den Typen gar nicht kämpfen. Ihr könntet einfach nach einer Zeit abhauen. So. Warte mal, ja. Rifle, you'll be able to see two bright spots and unlocked leaves the room. There are two Regenerators roaming the halls there. Use the same tactics. Okay, gut. Jetzt haben wir zwei von den Regeneratoren, die sich hier herum bewegen. Also. Kann ich den von hier durch erwischen? Ich glaube ich. Oh. Nein! Nachladen! Wow! Was war das? War hinter. Oh shit, das war der hinter mir. Oh! What the? Wow! Wow! What the fudge, ey! Kann ich da irgendwie eine Granate auf die werfen oder sowas? What? Ey, was ist das denn? Lasst mich doch mal in Ruhe, ihr beide hier! Und der nächste, ja klar, sicher, hier. Wisst ihr was? Ja. Die Scheiße. Ich hoffe, der eine ist schon mal erledigt. Heilen. So. Oh. Mein Gott, ey, wieder so ein Heilding muss ich benutzen. Aber immerhin haben wir 2x5000 wieder. Das hilft unserer Kasse wieder gut auf. So. Jetzt ab in die Müllverbrennung. Es riecht nach verbranntem Müll. Weil wenn ich mich nämlich erinnere, müssen wir nämlich auch gegen immer mal so ein Kackbiest kämpfen. Okay, dann hat der Typ sich hier versteckt. Weil der Hallway, der Hallway. Die Halle ist ja, blech. Mein Gott, ich kann nicht mehr sprechen. Der Hallenweg ist ja nicht so weit hier. Okay. Hier wird Müll verbrannt, okay. Langsam öffnen. Was haben wir denn hier? Können wir nicht öffnen, gut. Ja. So, den Typen. Und tschüss. Und der nächste Typ. Ich finde das immer noch. Ich dachte, ich könnte hier zum Beispiel die Mülleimer aufheben und einfach auf die drauf werfen. So geht's aber natürlich auch. So, jetzt warten wir einfach, bis sie die komische Tür da aufmachen. Er hat hinten seinen Helm verloren? Der ist erledigt, gut. Jo. Weg da. Und die Tür wieder zu, das ist so brutal für die Kinder. Wie wir wieder sehen würden. Gut, Glück gehabt. Ich dachte, da wird auch wieder so ein Lastplager. Ist gut. So, runterspringen.
Immer gucken, ob hier nicht irgendwo was ist. Das ist ein Müllschacht. Vielleicht führt der in den unteren Bereich. Will ich natürlich nicht runter. Oh, nehmen. Was ist denn hier nehmen? Ah, grünes Kraut, sicher. Eine Frage. Normalerweise bei grünem Kraut sollten sie nicht die Fragestelle nehmen, sondern direkt aufheben. Und nur sagen, wenn man keinen Inventarplatz hat. Was haben wir denn hier? Gelbes Kraut. Da wird das letzte gelbe Kraut sein. Weil wir haben danach auch volle Energie. So, das heißt, wenn wir das jetzt hier machen, sind wir komplett ausgerüstet. So. Ein Sicherheitsschalter für die linke Tür. Wir waren hier, prüfen. So, Müllaktennotizen. Aha, wusste ich doch. Manchmal hat man Glück. Wieso ist hier Elektro auf dem Boden? Okay, Notfallschächtchen öffnen. Super Pistolenmuni. Und die endlich mal nachladen. Aber ich glaube, ich werde weiter noch mit der TMP ein bisschen hantieren müssen. Oh, bitte, sei doch mal ein bisschen leise. What the? Wo kommen die beiden Wächter da her? Und wo sind die beiden Wächter? Wow, da sind sie. Hilfe. Granate? So. Einer erledigt. Oh, super. Ist so mal. Oh, ich will nicht zu nah, aber ich glaube, wenn er sich da ins Gesicht packt, könnte ich den eigentlich umtreten. Oder? Genau. Und wenn er auf dem Boden liegt, die... Oh, Mist, es hat angefangen, die Glocken zu läuten. Die ist verschlossen, ich brauche eine Schlüsselkarte. Sorry, ich muss noch ein bisschen warten. Laboratorien. Yeah, Regeneratoren? Oh nein. Okay. Ich hab da schon wieder was gehört, was mir nicht gefällt. Und ich sehe da was, was mir nicht gefällt. Wow! Okay. So. Oh Mist, ich kann wieder nicht nachladen. Heißt, ich habe wieder keine Munition. Mach die Tür auf. So. Oh nein! Bleib schön liegen! Oh super, ey. Wir gehen langsam die Munition für alles hier aus. Okay. Da könnt ihr vergessen, dass ich da unten bleibe, ey. Wenn ich da höre, dass mir irgendetwas jemand entgegenschwingt. Okay, das ist auch eine gute Sache, so ein Suplex. Was ist denn hier? Ist hier was? Gewehrmunition. Okay, dann muss ich halt mit dem Gewehr gleich arbeiten. Okay, dann arbeite ich jetzt lieber mit dem Gewehr. Solange wir uns noch in engen Räumen befinden. Mein Gott.
Stellt euch vor, wir sind auf der offenen Fläche und müssen snipern oder sowas und haben dann. Wo ist das? Wo müssen wir hin? Speichern ist geradeaus. Jop, definitiv. Weil, diesen komischen Regenerator, den grauen, den wir gesehen haben, das ist, glaube ich, einer, den man in zwei verschiedenen Arten irgendwie killen kann. Ich bin nicht irre. What the? Was ist das denn hier? Macht auch keinen Spaß mehr hier. Ganzen Labore. What the? Wer ist das? Oh oh. Ist das wieder einer, den man von den Regeneratoren? Jo. Oh oh. Ist aber ein ganz besonderer Regenerator hier mit den Stacheln. Oh, der hat doch welche am Rücken, das sehe ich. Also. Heißt, muss den Typen blenden und irgendwie hinter ihn kommen, damit ich dem da die anderen Dinger abschalten kann. Oh! Ich... Das sieht so creepy aus, wie der da durchfluppt, ey. Oh, oh. Bitte noch eine werfen. Nee, warte mal. Warte mal, noch eine werfen. So, dann haben wir vielleicht ein bisschen die Zeit, auf den Rücken zu zielen. Wow! What? Oh. Du bist doch crazy Typ, ey. So. Wenn er da dann vorbeigeht und ein bisschen hinter ihm ist, stirb. Dann kann er mich nicht sehen. Doch. Wie soll ich ihn jetzt besiegen? Kann mir das bitte einer sagen? Der fluppt da wieder in seiner komischen Eigenart durch. Wie soll ich denn da bitte siegen, das auf dem Rücken da? Hä? Kann mir das einer sagen? Gibt's da irgendwie einen Trick? Den auch hier durchschießen kann oder so? Oh. Okay, lucky shot. Ich habe ihn da durchgeschossen. Okay, rote Pflanze. Definitiv nehmen. Gelbe oder grüne? Grüne. Definitiv nehmen. Grün und rot mischen. Dann mache ich mir noch eine dreimal rot. Dreimal grün. Haben wir hier noch irgendwas? Gewehrmuni. Super, kann man das Gewehr damit kombinieren? Ich glaube nicht. Wäre zu crazy, ey. Versuchen. Sturmgewehr mit dem Verriss. Nein. Kombinieren damit. Kombinieren. Damit. Damit, damit. Nee. Nur damit, okay. So. Damit haben wir schon mal den Key. Ah, super, ja. Obwohl, normalerweise müsste ich mal gucken. Vielleicht würde ich dann doch dieses Gewehr dann. Was haben wir denn hier? Hier öffnen. Ach so. Okay. Wo muss ich jetzt eigentlich hin? Da hinten ist der Händler. Oh, okay. Vielleicht kann ich ja Ashley schon holen?
Aber ich glaube, ich brauche doch den Gefängnisschlüssel dafür und nicht einfach einen ganz normalen Key fürs Lager. Oh, bitte, bitte lass es sein, dass es... irgendwo respawned ist. Okay, besser ist es. Ich speichere mal. Nicht, dass ich nochmal diesen komischen Typ mit den Spießen da machen muss, der mich nur umarmen wollte. Ich glaube, der wollte mir nur ein bisschen Liebe geben. Aber die Liebe tut weh. Das ist genauso wie alle sagen, dass so... Oh, oh. Genau deshalb sollte man eigentlich nie nur für seine Schrotflinte Muni haben. Den einzigen Vorteil, den wir hier haben, ist, dass die eine große Reichweite hat. Aber gut zielen können wir immer noch nicht mit der. So. Und war klar, dass hier immer neue Sachen spawnen müssen, ne? Weil wir können ja einfach nicht mal Ruhe haben. So. Na gut, vielleicht war das ja auch gut, dass wir die da hatten. Wir haben eigentlich kurz einen Prozess mit einem hier gemacht. Hallo. Ashley? Oh oh. Ach so, ich dachte, ich muss schon ein Quicktime-Event machen, weil sie da mit so einem Messer steht oder so. Come on, let's get out of here. Hat er da in die Ecke gepupt? Oh super, Ende des Kapitels. Yay! Hooray! So, ich freue mich, dass wir jetzt mindestens 5-1 gemacht haben. Ich glaube, insgesamt gibt es 5. Ich glaube 5-1, 5-2, 5-3 und 5-5 ist das letzte oder 5-6 ist das letzte. Ich weiß nicht. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn wir das endlich mal zu Ende gemacht haben. Wir haben diesen diesmal kein einziges Mal gestorben, haben einiges an Gegner getötet, aber die Trefferquote ist natürlich nicht gut, weil wir sehr viel mit der Schrotflinte hantieren mussten. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen und dann sehen wir uns im nächsten Kapitel wieder, wenn ihr natürlich möchtet, ne? Dann sage ich Dankeschön und bis dann. Ciao.